die Klappe, ich mache das, was ich will. Halten Sie doch mal die Gosch und hören Sie zu. Dummheit und Holzköpfigkeit. Machen Sie eine Pause in Ihrem Büro oder stellen Sie unter die Dusche. Dummes Zeug. Das sind doch alles diese Verbrecher und Hundsfotti und Volksverhetzer. Rabatzmachern und Spektakeldarsteller. Motzen und Meckern, das war früher. Heute gehen die Abgeordneten zu artig miteinander um, findet Günther Pursch. Stilecht in einer Wirtschaftswunder-Deko guckt er alte Debatten. In einem Buch hat Pursch Böses und Brillantes aus 60 Jahren Bundestag gesammelt. Wir hatten in der ersten Wahlperiode 159 parlamentarische Ordnungswidrigkeiten. Und haben jetzt in der zu Ende gehenden Wahlperiode gerade mal 3. Man sieht also, dass das Schimpfpotenzial ganz schön herabgesunken ist. Die Schwarz-Weiß-Ära des Bundestags war kernig, ruppig, laut. Einen gehörigen Anteil daran hat Herbert Wehner, langjähriger SPD-Fraktionschef. Wehner war alles, nur kein Mann der leisen Töne. Ja, vielleicht lassen Sie mich meinen Satz aussprechen, ohne allen gleich zu beweisen, dass auch das Sie nicht wollen. Da haben wir unterschiedliche, gegensätzliche Stilauffassungen. Das ist eine Gegenposition, die wir gegen Sie haben, so wie Sie eine gegen uns haben. Wir haben es gemeint. Wenn Sie das Theater so weiterführen, richten Sie sich doch nur selbst. Immer noch große Freude am parlamentarischen Motzen hat der Politrentner Norbert Blüm, Ex-Arbeitsminister. In den 70er Jahren konnte er mit kleinen Zwischenrufen den SPD-Bundeskanzler immer wieder aus dem Konzept bringen. Ich weiß mal, der Helmut Schmidt hat wieder mal eine seiner begnadeten Reden gehalten, indem er den Blick zum Himmel erhob, um durch Inspiration das nächste Wort direkt vom lieben Gott eingeflüstert zu bekommen. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Jedenfalls hat er nach oben geblickt und Kunstpause eingelegt. Da habe ich gerufen, guck aufs Blatt. Ich habe nämlich immer ein Blatt. Da hat der ganze Saal gelacht, die Rede war im Eimer. Dass die hohe Hand in die Möglichkeit verschaffen soll. Hier braucht es keine Worte. Ungenierte Kleidung genügt schon als Provokation im Bundestag. Die Grünen ziehen in den 80er Jahren erstmals ins Hohe Haus ein und sie argumentieren stets ökologisch. Wir brauchen keine elektrische Zahnbürste und wir brauchen auch keinen Videorekorder. Und keinen elektrischen Rasierapparat. Das ist richtig, Walter. Du brauchst auch keinen. Die Grünen schafften den wohl berühmtesten Rauswurf aus dem Plenum. Der Abgeordnete Fischer, später Außenminister und Vizekanzler, nennt den Bundestagspräsidenten ein Arschloch, mit Verlaub immerhin. Die groben Zeiten sind längst vorbei. Seit etlichen Jahren muss man lange warten auf saftiges Schimpfen und böses Brüllen im Bundestag. Als Schimpfwort muss bestenfalls noch das ein oder andere Tier herhalten oder das, was hinten aus demselben rauskommt. Ihnen gelingt es sogar, ein Stück Kuhscheiße in einen Goldklumpen zu reden. Herr Kollege Schreiner, vielleicht können wir das Wort im Protokoll mit Fladen übersetzen. Gerade Sie von der CDU waren in der Vergangenheit wirklich als Wackeldackel unterwegs. Sie Kamel! Steinbrück sagt, er ist kein Vegetarier. Überschrift: Steinbrück schließt nicht aus, Hundefutter zu essen. Derlei hilflose Ausflüge ins Tierreich bringen nichts. Alte Parlamentsprofis vermissen die würzige Sprache früherer Tage. Ich finde schon, dass die Sprache heute sehr konventionell ist und auch zum Teil sehr wichtigtuerisch. Diese ganze Terminologie evaluieren, implementieren, generieren, nachhaltiges Zeitfenster, sagen Sie mal, was ein nachhaltiges Zeitfenster ist. Es lässt sich alles viel einfacher sagen. Vielleicht so einfach, wie es der grüne Abgeordnete Jürgen Trittin hier versucht. Meine Damen und Herren, Steuern heißt mit Steuern zu steuern, meine Damen und Herren. Na, geht doch. So bleiben beim interessierten Beobachter sicher keine Fragen offen.